Hello, my friends, and welcome back to Splatoon Online im Splatfest-Feeling. Und zwar Fliegen gegen Unsichtbar. Ich habe mir erst überlegt, ob ich vorher noch ein Video dazu mache, aber ich denke mal, alle haben schon mitgekriegt und so, welches Thema es ist. Und ich bin unsichtbar, weil unsichtbar zu sein ist doch voll cool, jetzt ohne Scheiß. Falls jetzt wieder welche sagen, man muss unbedingt nackt sein, um unsichtbar sein zu können, das ist total unnötig. Nein, muss man nicht. Das denkt man immer, weil es so in Filmen war oder so. Aber es ist eine Kraft, die es nicht gibt. Deswegen bin ich der Meinung, alles, was man so am Körper trägt oder halt berührt, kann man unsichtbar oder wird mit unsichtbar. Deswegen ist es egal. Das kann ich auch sagen, wenn man fliegen muss, muss man, ich sag mal, Flügel haben. Von daher. Jetzt ist es gerade unsichtbar gegen unsichtbar. Ist das nicht toll? Dass du mich jetzt gewonnettet hast, fand ich nicht so geil. Ich bin direkt ins Splatfest mit meinem Team hier gegangen, weil alleine hatte ich keinen Bock. Und im Team direkt ist es noch umso geiler, bevor irgendwelche random Idioten kommen und sowieso nichts drauf haben. Hallo? ETF? Okay, die hat sich irgendwie richtig gut durchgeschlängelt, aber dann noch irgendwie. Leider ist sie gestorben. Na, was heißt leider? Gut für uns. Oh. Immer die, die immer in die Ecke gehen. Ha! Aber mein Team regelt das gut. Das ist toll. Naja, zum Teil. Lol. Ah, ist nicht gut, dass ihr jetzt hier alle sterben müsst. Ist nicht so geil. Oh, lol. Ich hasse das, ne? Wie ich das einfach hasse, wenn die so nah sind und du dich gefühlt nicht bewegen kannst. Ah, das wird die erste Runde ist echt scheiße. Jetzt schon mal. Da gehe ich jetzt schon kotzen. Also unsichtbar gegen unsichtbar. Also es ist nicht schlimm, wenn unsichtbar hier einmal verliert und gewinnt. Leck mich. Danke, dass du jetzt auch mal stirbst. Wenn es jetzt Fliegen gewesen wäre, dann hätte ich mich natürlich mehr angestrengt. Aber in dem Fall ist es eigentlich wurscht. Ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, das ist egal. Das macht, obwohl, dann kriege ich halt nur so wenig Power, ne? Das ist kacke. Mal gucken, im letzten Splatfest, oder also zumindest im ersten, bin ich ja auf Platz 1 Mario gekommen. Und dass du natürlich jetzt Schild haben musstest, da hast du echt Lack gehabt. In der Hose, wirklich. Richtig hart Lack. Das wird nicht gut, glaube ich. Naja, welche müssen sich noch einspielen und so, ne? Ist ja klar. Ich denke mal, die hier haben schon die ganze Zeit, waren die am Suchten. Kannst du mal aufhören, mich da von unten zu beschießen? Das finde ich echt nicht nett von dir. Oh, ich hasse das. Oh, diese letzten Sekunden. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt noch rumgerissen haben. Oh Gott, wir haben das noch rumgerissen. Die letzten 30 Sekunden oder was das waren. Ich lese auch zum Teil im Chat, was die anderen so haben. Ich glaube, der Schlingel hat direkt im Maiden Disconnect. Splatfest halt, ne? Da kommen halt die DCs ab und zu. Deswegen will ich lieber nicht random mit Leuten spielen, weil wo ich zum Teil da echt zu 2500 Punkten. Ich wollte unbedingt 2500 Punkte haben, aber da hinzukommen, das ist echt schon. Da war ich echt fertig, ohne Witz, weil mit unsichtbar Leuten, genau. Mit random Leuten zu spielen ist teilweise nicht so geil, weil du weißt nicht, wie die spielen. Meistens spielen sie scheiße. Aber ja. Dann habe ich mich deutlich schon ziemlich aufgeregt, wenn ich gefühlt alles getan habe. Und dann so kacke zu verlieren noch in den letzten Sekunden, weil das Team irgendwie zu blöd ist, dann kriege ich schon die Krise. So, jetzt sind wir gegen Flugleute. Das ist auch mal toll. Jetzt wird's mal ein richtiger Kampf hier. Wenn wir verlieren, nicht unbedingt entscheidend, aber eine gute Power wäre schon geil, ne? Und wieso wir direkt jetzt schon 2000 Punkte haben? Verstehe ich allerdings nicht, weil ich glaube kaum einer, dass jemand jetzt schon 7 Matches gespielt hat. Weil das ist irgendwie unmöglich. Lol. Egal. Kann mir egal sein. Wir haben auch so, ich weiß auch nicht, wie das so berechnet wird.
Mal gucken, wie wir uns jetzt hier anstellen. Das ist wieder diese Map. Also Rotation ist wie immer vorhanden in Splatoon. Wie immer. Einmal wieder diese Map, dann gab es Buckelwahl und ey, als ob mich das schon wieder jetzt ein Schild gekostet hat. Kannst du ruhig da sterben da mit deinem bekackten Schild oder was auch immer. Ja, okay. Ich hab nichts gesehen, weil Yoshi da noch bei mir war. Aber Yoshi, du hast schon wenigstens schön gekillt. Wenigstens bist du nicht mitgestorben, dann ist mein Opfer nicht ganz umsonst. Solange wir das hier noch gut regeln und so, ist das schön. Dann kann ich von mir aus so oft sterben, wie ich nur kann. Lol. Hauptsache, wir gewinnen den Shit. Natürlich spiele ich nur... Ich nehme nur so 3 Folgen auf und dann nicht mehr, weil ich gerne privat mich mehr anstrengen will für das Team. Ist ja klar. Da ist diese Kackbratze. Die natürlich jetzt Schild hat, die Kackbratze. Jetzt nicht mehr. Boah, du bist mitgestorben. Ja, um die Ecke zu lunzen, so ein wenig, ist nicht so geil von der Kamera. Aber wir sind jetzt so fast alle tot, ist nicht so geil. Das ist überhaupt nicht geil. Wollen wir jetzt so da in die Mitte hochgehen? Kannst du auch mal bitte sterben? Verpiss dich, du Kack-Sniper, Alter. Schön mit Insta-Bomben weggemacht, Alter. Ist ein bisschen pussyhaft, aber es juckt mich nicht. Das juckt mich ein Scheißdreck. Ich meine, die hat ja gemerkt, dass ich die mit Insta-Bomben beschmeiße. Von daher interessiert mich das nicht. Hier, Insta-Bomben-Spam. Wie so eine Sau. Dafür hat man ja die Insta-Bomben, ne? Dafür muss ich halt auf meinen Hauptverbrauch, auf meinen Sekundarverbrauch verzichten, halt so quasi. Also, blame mich nicht voll. Was mich stört ist, dass wir nicht, dass die Gegner nicht Gefahr haben. Die Gegner haben noch nicht Gefahr. Das ist nicht so geil. Das heißt, sie färben irgendwo. Hallo. Ah, ja, okay. Habt ihr das gesehen? Es waren insgesamt 3 Hits oder so. Aber okay, ist okay. Ist okay. Das haben wir aber verloren. Das haben wir... Wie die in die Base gekommen sind, keine Ahnung. Das habe ich nicht mitgesehen. Ich war leider nicht in der Base von uns gerade anwesend. Aber warum der jetzt gerade nicht gestorben ist, verstehe ich auch nicht. Aber gut. Natürlich gegen unser eigenes Team gewinnen wir, aber gegen ein anderes Team nicht. Aber das sagt ja noch nicht alles. Und nach den Aufnahmen, 2 oder 3, wie es auch sein mögen, werde ich auf jeden Fall mich deutlich mehr anstrengen, wo ich mich mit meinem Team absprechen kann. Das ist dann deutlich angenehmer. So, das nächste Match auf der Wandelzone. Und ich merke oder sehe schon, die Plattformen sind anders. Boah, das wäre richtig geil, ne, wenn das jetzt so anders ist. Das wäre echt richtig geil. Okay, die Map ist eindeutig anders. What the fuck? What the hell is going on here? Holy shit. What is that? Jetzt ohne Spaß, das ist richtig geil, wenn die Wandelzone echt immer anders ist. Sonst würde sie auch nicht Wandelzone heißen. Wenn sie sich nicht wandeln würde. So, du kannst bitte weggehen, liebe Lara. Das finde ich nämlich nicht so nett, dass du jetzt hier direkt herkommst. Ich will die Map begucken. So. Komm, explodier, du scheiß Blase, dann halt nicht. Hier, Team. Gott, das ist ja richtig komisch. Man kann irgendwie so... Okay, das kann man nicht färben. Okay, man kann auch hier richtig die Überhand haben, wenn man hier ist. Ah, und hier kann man wiederum hoch. Okay. Ah, die Map ist deutlich kleiner, finde ich. Dafür kann... Man kann aber echt so ein bisschen... Ach, und es geht immer hoch und runter. Oh Gott. Ich merke schon, Sniper-Spots. Liebte Sniper-Spots. Das merke ich jetzt schon ein wenig. Beliebte Sniper-Spots. Aber an sich ist die Map klein, habe ich das Gefühl. Also man kommt sehr schnell in den Gegner-Spawn. Das war vorher ein bisschen anstrengender. So, du stirbst mit. Lol.
Also ja, die ist deutlich kleiner, finde ich. Ich hau mal ab, ne? Weil das mir gerade ein bisschen zu viel Gesplätte und Gedingst und so. Hallo? Hey, hier geblieben. Hier geblieben, Fido. Wie er nicht stehen bleiben wollte, der Kleine. Geht mal gar nicht. Was soll der Mist? Letzte Minute. Komm her, du Sack. Komm her, du Sack. Ich geh in deine Base. Lol. Lol. Okay, mein Team raged irgendwie richtig hart rum. Also wenn mein Team eingespielt ist, dann will ich denen nicht begegnen. Ganz ehrlich. So, ich unterstütze euch mit Schild. Mein Schild ist natürlich wieder direkt weg. Warum auch nicht? Bin sowieso hier das größte Opfer mal wieder. Hallo? Müsst ihr immer fliehen? Sag mal, willst du mich verarschen? Ja, gegen diese Curling-Bombe will ich jetzt nicht dran sterben, weil das tue ich sonst immer. Mit deinem blöden Hagel da. Das lässt du ganz schön. Nein! Nein, das sind meine Punkte. Ha, ich hab dich mitgenommen. Es zählt die grüne Farbe. Ha. Von daher. Punkte für mich. Und das sieht sehr stark nach grün aus. Nach unserem wunderschönen Team. Da hat der Schlingel mit einem Kevin gespielt. Und hat verloren. Um 0,2 Punkte, lol. So, die Wandelzone again. Ich glaube, es war wieder unsichtbar gegen unsichtbar. Aber wie ich so Bock habe, jetzt mit den Leuten zu reden, ne? Aber das ist immer so aufwendig. Die haben niedrigere Power. Soll ich mich jetzt glücklich fühlen oder soll ich die Gegner trotzdem noch ernst nehmen? Man sollte eigentlich jeden Gegner ernst nehmen. Sobald man die Gegner nämlich nicht ernst nimmt, dann hat man so gut wie verloren. Und blamieren sollte man die Gegner auch nicht. Aber ich finde, die Wandelzone ist echt kleiner, weil die halt nur... Ja, die ist auch einfach kleiner, finde ich. Obwohl die so fett aussieht. Für mich kommt die total klein vor. Junge, hast du ein Problem? Hast du ein scheiß Problem mit mir? Ja, komm, Team bringt sich schön um. Boah, sonst hätte ich den von oben so weggeklatscht. Weil nur in der Mitte gehen die Teile hoch. Ich finde das total, weiß ich nicht. Weil vorher war das so ein bisschen, wenn man von diesen Wegen ein wenig abhängig. Oh, ich werde dich so verarschen. Hahaha. Hahaha. Schön als Team vorantreten und alles wegkacken. Das ist schön. Okay, die Map mag ich am liebsten. Oh, ich habe leider Schild, mein Freund. Tut mir leid. Tschüss. Das ist so gemein. Ich freue mich nachher, wenn ich nach diesen ungefähr so eine Stunde nehme ich auf. Rohdatei wohlgemerkt. Werde wahrscheinlich nicht abmoderieren oder so, sondern es wird einfach der Part beendet sein. Mal gucken, wie viele Matches ich so reinschneide. Hör auf, da zu campen. Ich hab dich schon gesehen, ja. Schön Splash tun. Hier, friss meine Insta-Bomben. Lass mein Mate in Ruhe. Hör auf, mein Mate umzubringen. Geh sterben. Ha! Och du Scheiße. Man sollte die Gegner auch nicht so viel reizen, ne? Das ist nicht so geil. Und diese scheint irgendwie planlos durch die Gegend zu rennen. Und nimmt mich natürlich mit, weil sie hat natürlich mehr Range, ne? Mit dem Platscher. Boah, wie viel abgehen, ey. Was geht denn ab, Leute? Leute, wir müssen doch nicht die Gegner so hart triggern. WTF. Nein, ich bin stolz auf euch. Hä, wo ist denn dieser Fleck? Das ist so ein Fleck. Nein, lass mich. Diesen Fleck wollte ich einfärben. Nicht in blau. Den wollte ich färben, du kleine Muschi. Toll. Nein, Team, jetzt nicht nachlassen. Lass die schön in Gefahr. Ha, die sind schon wieder alle tot. Geil. Das finde ich toll von euch. Ihr macht das alle ohne mich. Ich bin so stolz auf euch. Ist ohne Witz. Eure Mama wäre genauso stolz. Und wieso sind wir da jetzt alle krepiert? Oh, nice. Armin metzelt alles. Guckt euch das an. Ah. Oh, und euch metzlich.
Ihr kleinen Penner. Oh, vergiss es. Und das wird ein Triple. Puh. Hier. Richtig. Weggeklatscht. So. Mann. Oh, das ist so schön. Ich freue mich echt, nachher wirklich mit den Leuten zu reden. Das ist so, das macht einfach Bock. Haben wir vielleicht schon in den Simon Run Folgen vielleicht gemerkt, wo wir uns dann gegenseitig so anfeuern, so, mach jetzt, du Noob. Das ist wirklich ermunternd. Das macht echt Spaß dann. Dann gibt man auch richtig Gas, wenn man dann irgendwie so richtig in Rage-Mode ist. Das ist richtig toll. Und ich bekomme Regeneration. Ist das nicht schön?